Herzlich willkommen im schönen Anglikon in der Schweiz. Wir sind Jenny und Louis und wir sind die Swiss Bricks Builder. Wir lieben Klemmbausteine und möchten euch an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. Ich sehe ein Schlösschen und dieses Mal ein bisschen größer als beim letzten Mal. Dazu hast du ja mich wieder eingeladen. Anscheinend bin ich ja da der Schlossprofi. Ja, du bist halt der Prinz. Genau. Prinz Charming. Oh, hui. Okay, ich glaube, ich fasse das nicht mehr an, weil ja, hält das ist bei dem Schloss vielleicht der falsche Ausdruck. Ja, nein. Okay, ich wollte das ein bisschen andrücken. Ich glaube, Jenny wird da noch einiges erzählen können, wenn ich das Schloss so anschaue. Ja. Erzähl mal. Also, es ist ein Schloss von Lotz. Das ist also, der Maßstab ist also klein, also die Teile sind kleiner als bei Lego. Es hat, das ist das Märchenschloss, also Lotz Nummer 1051. Ich habe es gekauft beim Bricks House für 159 Franken für 5427 Teile, was einen Teil, also Rappen pro Teilpreis von unter 3 Rappen macht, irgendwas 2,93, irgend sowas. Also sehr, sehr günstig. Bist du sicher, dass es nicht 169 Franken gekostet hat? 159, ja. Ich habe die Quittung dabei. Okay. Sehen wir nachher schnell, wenn wir die Schachtel anschauen, können wir schnell schauen auf der Quittung. Ich glaube, es waren 169, nein, aber garantiert sicher bin ich nicht. Es sind 159. Okay. Dann ist es sehr günstig mit 2,3 Rappen pro Teil. 9,3. Also etwas weniger als 3 Rappen pro Teil. Immer noch sehr günstig. Also unter 5 sage ich immer günstig. Und Lotz ist ja eigentlich eine Qualitätsfirma. Du bist ja total begeistert von Lotz. Das ist ja deine Lieblingsfirma. Eigentlich und die Qualität ist ja immer viel, viel besser als die von Lego. Ja, viel besser nicht, aber auf gleichem Niveau. Mindestens. War ich bis jetzt der Überzeugung. Tatsächlich ist das das erste Modell von Lotz, wo ich so ein bisschen enttäuscht bin. Warum, werden wir gleich drauf kommen. Also, ich erwähne mal das Positive. Es ist ein cooles Design, wunderschön gestaltet, viele kleine Details, schöne Bautechniken. Es gab 4 Bauabschnitte, die einzelnen Säcke verpackt waren. Wie von Lotz gewohnt, eine wunderschön designte Schachtel, die richtig groß ist. Ja. Halt Lotz-Schachtel in Pink. Wir haben eine Anleitung, wie gewohnt von Lotz, normale Anleitung. Also wie gewohnt ein Faltblatt? Nein. Die größeren Sets haben immer Bücher. Aber ich habe aus Scherz, wo ich es gekauft habe, mal reingeschaut, ob ein Faltblatt drin ist. Das ist so einen ganzen, wie ein Teppich. Nein, war natürlich nicht so. Eben bei Lotz werden alte Schritte ausgegraut, was manchmal etwas schwierig ist, vor allem wenn man graue Teile mit verbaut. Aber ja, man kommt zurecht, das ist nicht so schwierig. Wobei es doch manchmal, ja, also mal, es ist nicht so schwierig, aber doch ein paar Stellen sind ein bisschen knackig. Es hat interessante Bautechniken dabei. Es ist eigentlich ein toller Aufbau. Was tolles Aussehen. Wir drehen es mal um. Also was mir besonders gut gefällt bei dem Schloss, ja, du darfst weiter drehen, auch wenn ich spreche, ist nicht etwas, was du von vorne oder so zeigen müsstest. Oft ist es so, auf den Verpackungen mit dem Drumherum sieht das immer sehr pompös aus. Dann hat es so noch Märchen, Feuerwerk und weiß nicht was. Und als ich das Schloss vorhin zum ersten Mal gesehen habe, ist mir gleich aufgefallen, die haben hier bei dem Schloss auch tatsächlich Feuerwerk mitverbaut zu dem Schloss. Das ist ganz cool gemacht mit all diesen Trans-Teilen, also das Trans Purple, Trans Neon Green, wirklich mit so Sternen, die wirklich das Feuerwerk darstellen. Das finde ich absolut fantastisch. Wir haben übrigens 5 Figuren dabei, einmal Prinz und Prinzessin,
keine Ahnung, die haben Eheringe dabei und sie hat, trägt ein Hochzeitskleid. Was ich speziell fand an den Figuren, 4 der 5 Figuren haben so Gummihaare, die sich so knautschen lassen. Und eine hat so die normalen quasi Haare aus Hautplastik. Dann haben wir irgendwie so einen, kann ich, Best Man vom Bräutigam und 2, kann ich, Gäste von Damen. Die, wir melden ein Foto ein. Ja. Tatsächlich machen wir das ziemlich sicher, weil das Foto habe ich dieses Mal schon im Vornherein geschossen. Ja. Nicht wie sonst, wo wir sagen, ja, wir blenden ein Foto ein, dann bin ich am Video schneiden, merke, ich müsste ein Foto einblenden und das Set steht dann bei Jenny zu Hause. Und von daher haben wir mal richtig überlegt und das Foto schon im Vornherein gemacht. Also hinten ist es quasi eingerichtet, recht schön, es hat viele kleine Details, Statuen, ein Mosaik im Boden, eine Küche mit einem Essplatz, hier hat es ein Klavier, so ein Schreibtisch, hier gibt es ein Bett, ein magischer Spiegel und eine Rose unterm Glas, irgendwie ein Schussgerät, hat es hier noch so Abschuss? Ja, für das Feuerwerk. Aha. Die Feuerwerkskanone, denke ich, es ist ja auch mit blau und roten Trans-Teilen gemacht. Da bin ich nicht drauf gekommen. Also ja, gehe ich davon aus, dass das die Feuerwerkskanonen sind? Genau, das könnte gut sein. Dann gibt es diese Schatztruhe, wo noch Ersatzschüsse drin sind und so andere Krimskram. Also es ist wirklich liebevoll eingerichtet, finde ich. Und es hat ja auch 2, 3 Anspielungen auf Disney. Also ich kenne mich nicht wirklich gut aus. Es ist auch natürlich das ganze Design vom Schloss ist natürlich schon sehr angelehnt ans Disney-Schloss. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht darüber, das muss man, glaube ich, nicht verschweigen. Es ist einfach so. Also die Rose unter dem Glas ist von Die Schöne und das Biest, ist das richtig? Ja. Und der Spiegel natürlich von Schneewittchen. Genau. Also es gibt wirklich viel Tolles und Positives an dem Schloss. Leider das erste Mal, dass ich von Lotz ein wenig enttäuscht bin, weil erstens mal haben 2 Teile gefehlt. Einmal diese 1x6-Plate in was ist das? Dark Tan, genau. Und dann mal vom Vorhang eine 1x4-Plate in irgendwie Dark Pink oder sowas. Die hast du dann noch mit einer 1x2er-Plate versucht ein wenig zu retten. Ja, zu retten nicht, einfach damit es hält, weil sonst würde das gar nicht zusammenhalten. Ah, okay. Das ist dann so ein Verbindung. Kläglicher Reparaturversuch mit einer weißen Plate, okay. Ja, das Problem, also weißt du, wenn du, das ist halt der Nachteil, wenn du das bei Lego hast, dass dir Teile fehlen, dann schreibst du dem Support und die schicken dir sofort die Teile. Oder man nimmt es sogar aus dem eigenen Bestand. Man nimmt es aus dem eigenen Bricklink oder bestellt es bei Bricklink. Auf jeden Fall sind Teile verfügbar. Ich weiß halt nicht, ich werde mal sicher das Bricks ausfragen, aber ich denke auch nicht, dass die Ersatzteile haben für das. Vielleicht schreiben die dann Lots, aber ob man von den Chinesen dann was gehört oder was bekommt, so einzelne Teile, wage ich mal zu bezweifeln. Das ist halt der große, große Vorteil von Lego. Oder Lego-Größen. Bei Lotz ist das noch schwieriger. Also hättest du jetzt ein alternatives Klemmbaustein-Set mit der gleichen Größeteile, könntest du theoretisch noch ein Lego-Teil verbauen, was hier richtig schwierig wird, wenn man nicht sehr viel Lotz baut und schon einen Fundus an Lotz-Teilen hat. Also Negativpunkte hatten wir schon mal, eben fehlende Teile. Das kann immer mal passieren, aber ja, ist halt gerade uncool natürlich. Vor allem, weil man es schlecht es hat gar keine vorigen Teile, die man irgendwie so ersetzen, also wo man das irgendwie so kaschieren konnte, irgendwie ähnlichen Farben oder so. Dann die Blumenranken. Also erstens, ich hasse diese Blumenranken machen. Das zweite ist, die haben hier ein Mold-Problem bei diesen rosa und blauen Blüten. Die blauen Blütenlöcher sind fast zu groß. Es hält aber wirklich ganz schlecht. Also die aus Cremekraft praktisch gleich null. Die Löcher sind zu groß. Und bei den rosa
Und hier sind etwa 20 dieser rosa Dinge drin, ist das Loch zu klein. Du bringst es quasi nicht auf diese Stängel drauf. Also du musst es würgen und machen und tun, damit du diese rosa Blumen auf diese Stängel kriegst. Nicht bei allen, lustigerweise. Es gab viele, die die richtigen Lochgrößen hatten, aber die allergrößte Mehrheit hatte zu kleine Löcher, was dann das Ganze anstrengend macht und ich werde dann auch nicht so verkaufen können oder nur mit Abstrichen, weil ich halt viele dieser Stängel abgebrochen habe beim Rauffummeln dieser rosaroten Blütenblättern. Und ich sehe, da fehlen auch schon Blüten. Ist das gewollt oder sind das schon blaue, die abgefallen sind? Teilweise sind sie so nicht gewollt. Also nicht überall Blüten drauf. Also es ist nicht schon auf gewollt, jedem Stängel. Das noch ein bisschen wie Grünzeug auch. Ja, noch. Ja. Also okay. Dann ist beim Transport natürlich schon ein oder andere Blüte abgefallen. Und eben die blauen halten nicht so gut. Da muss man nur ein bisschen rankommen manchmal. Ist auch nicht bei allen so. Und die rosa sind ja wirklich teilweise mit Gewalt draufgesteckt. Wenn da irgendwie Druck drauf kommt, dann spicken die wirklich weg. Und ja, das war echt Gefummel, richtiges Gefummel und hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Deshalb kriegt das Set von mir auch bei der Benotung so eine zweiteilige Ding. Bauspaß vom Gebäude kriegt bei mir eine 5 von 6. Das hat wirklich Spaß gemacht. Hat viele tolle Sachen, viele Deko-Elemente, die cool sind zu bauen. Wirklich, wirklich eine tolle Konzeption von diesem Gloss. Die Pflanzen kriegen eine 2 bis 3 von 6, weil eben einfach die Qualität der Blütenblätter nicht stimmt und das Ganze einfach total mühsam wird. Die Anleitung per se ist gut, auch mit den Winkeln, damit das ungefähr stimmt, und die Befestigung war eigentlich auch einfach. Aber es war einfach ein riesen Gemurkse mit diesen rosa Blättern. Genau, Stabilität, also eine 3 bis 4, also ich habe eine 4 von 6 gegeben. Das Problem ist, man baut diesen ganzen oberen Part separat. Also man baut zuerst das untere Teil, diese Base, und dann baut man das zusammen. Und dann stellt man das hier auf. Jetzt zeigst du es noch von dieser Seite. Also hier hast du eigentlich eine wüste Platte, wo man das nachher draufstellt. Und das ist echt schwierig, darauf zu formen, dass es alle Noppen irgendwie funktionieren. Also ich habe es noch nie geschafft, dass es richtig, richtig gut hält. Weil das muss da an die Kante und dann irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu doof dafür. Aber ich habe immer Angst, dass es runterfällt. Ich habe es natürlich auch nicht ganz transportiert, weil der eine Turm ist mir auch halt durchs Fahren abgefallen. Also eben dann kriegt von mir eine. Grundsätzlich ist es dann schon stabil, aber ja, diese. Das ist echt ein Problem, diesen Teil auf diesen Fest zu kriegen. Darum, ja. Das war natürlich auch frustrierend, muss ich sagen. Drum eine 3 von 6. Ich gebe eine 3 von 6. Und Komplexität gebe ich eine 4 bis 5 von 6. Sagen, ja. Also was war denn komplex am Set zum Bauen? Dass du ja fast eine 5 gibst, das muss ja schon recht schwierig gewesen sein, wenn du sagst eine 5. Auch eine 4 ist schon recht komplex. Also was war nicht ganz so einfach zum Bauen? Ja, das ist immer so schwierig, also schwierig zu bewerten, finde ich, Komplexität. Es war einfach, es ist so nicht normal teilweise. Manchmal werden Sachen erst befestigt, weil wenn du was darüber baust oder so. Also es ist nicht per se schwierig, aber es sind halt teilweise, eigentlich ist es interessant, so zu bauen. Also, aber es ist manchmal, also ich habe öfters mal einen Bauschritt vergessen. Liegt vielleicht auch dran, dass ich es relativ spät gestern Abend zusammen, also fertig gebaut habe. Und dann muss ich irgendwie zurück, weil irgendwas nicht aufgegangen ist, und schauen, welchen Bauschritt ich vergessen habe. Und das lag wahrscheinlich auch an mir. Aber es ist schon, ja, also komplex. Ja, es ist schwierig zu sagen.
Also das ist sicher auch wegen der Größe von den Steinen. Das ja. macht es halt komplex. Wie gesagt, ich habe nachdem ich das fertig gebaut habe, noch schnell das Maze zusammengebaut und das kam mir vor wie Duplo. Weil es einfach so schnell, plate, nö. Und das ist halt extrem viel Gefummel. Und die Steine sind halt viel. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, sie bauen kein Lotz Mini oder kein Diamond, weil sie das einfach auch nicht abkönnen, diese kleinen Steine aufeinander zu bauen. Und für Diamond gibt es ja sogar die extra Pinzette, wo man dann die Teile auch mit Pinzette zusammenbaut. Also ist die Komplexität nicht irgendwie komplex, weil die Anleitung nicht gut ist Nein. oder das Set besonders schwierig, sondern einfach so, ich sage mal, das Gesamte macht es ein wenig komplex mit ja. viel kleine und Teile, viel Ja, Fummelei. Man muss halt auch manchmal auch wirklich von der Perspektive von der Anleitung, aber ich weiß nicht, ob das Lego per se besser macht, einfach genau wissen, wo man jetzt das Teil hinsetzen muss, okay. damit es nachher stimmt. Da muss man etwas aufpassen und etwas konzentriert beim Bauen sein. Darum, es ist nicht ganz einfach zu bauen. Man braucht Geduld und Fingerspitzengefühl und man muss echt aufmerksam sein, damit man nicht was am falschen Ort hinbaut. Aber es ist, ja, die Anleitung ist gut dazu. Also. Mir ist noch aufgefallen, also ich weiß nicht, hast du noch etwas zur Komplexität? Mir ist noch aufgefallen, die Minifiguren, wir hatten ja mal ein Set von mir, war das, glaube ich, das auch Minifiguren drin hatte, die konnten wir dann nicht in den Stuhl setzen, weil der Stuhl mit den Minifiguren ja nicht gepasst hat. Ja. Oder war das bei dir im Set? Nein, es war bei mir. Das welches bei, Set bei deinem, war das? Bei diesem Prinzessinnen-Schloss. Genau. Ja, richtig, das Kinderprinzessinnen-Schloss. Und da frage ich mich, ob die Figuren im Stuhl Platz haben, wobei hier gibt es gar nicht viele Stühle, eigentlich nur zwei am Esstisch und ich merke schon, es könnte schwierig werden, aber funktionieren. Aber das sind dann auch schon die einzelnen zwei Stühle. Also man könnte einfach schnell die Tischplatte wegnehmen. Ah, okay, alles klar. Aber ja, die Minifiguren passen in den Sitz tatsächlich. Hier funktioniert das besser als bei meinem Schloss. Und was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt noch zwei weitere Minifiguren auf den Statuen. Ja. Oder als Statuen. Auch von denen haben wir schon ein Foto gemacht. Also auch da kann ich tatsächlich jetzt das mal ein Foto einblenden. Die haben als Kopfschmuck einen einfachen Motorradhelm. Das finde ich jetzt doch schon ein bisschen weird. Dann ein Disney-Fantasy-Traumschloss. Und die Statuen haben dann einfach irgendwie einen Motorradhelm und ein Samurai-Schwert. Und ganz ehrlich, so ein wenig erinnert mich das gerade so an Kill Bill. Und ja, weil die hatten da, wenn ich nicht jetzt komplett falsch liege, hatten die da irgendwie auch Samurai-Schwerter und Motorradhelme. Hm. Dafür interessant, der Torso lässt sich seitlich drehen. Aber ja, die Statuen sind so ein bisschen off-Concept. Irgendwie passen die nicht ganz so richtig rein. Die Prints auf den Figuren sind cool, die passen auch rüstungsmäßig. Ja. Aber der Helm hier, vielleicht wäre da irgend so ein Ritterhelm oder etwas eher angebracht gewesen. So eine Rüstungsstatue und vielleicht nicht unbedingt das Samurai-Schwert. Wie bei Lotz üblich sehr viele Restteile, aber leider nichts. Was man brauchen könnte, um den Vorhang reparieren. Also zumindest nicht sichtbar. Ja. Eigentlich habe ich sonst nicht viel dazu zu sagen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich es behalte. Ich wollte es einfach unbedingt bauen. Das Gesamtfazit vielleicht noch, das habe ich auch jetzt in den Videos oft Sascha gefragt. Würdest du es anderen empfehlen oder eher nicht? Und würdest du es noch einmal bauen oder denkst du, nein, da habe ich Geld ausgegeben, was ich ein bisschen bereue? Nein, eigentlich nicht. Also ich finde, Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall. Es ist ein cooles Set. Eben die frustrierenden Sachen waren einfach die Blüten, vor allem die Blüten, die nicht gepasst haben. Und eben auch dieses irgendwie, hier ist der einzige Mangel konstruktionell von diesem Schloss ist für mich, diese beiden Burgteile aufeinander zu stapeln. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu doof dafür. Sonst ist es ein tolles Set, es macht extrem Spaß zum Bauen.
Es hat viele tolle Deko-Elemente und kleine Sachen. Und also wenn du Deko-Elemente ansprichst, ich sehe, du hast ja noch einen Stickerbogen, den haben wir übrigens noch nicht gezeigt. Ja, genau, dann wollte ich noch sagen. Also meine Frage dazu wäre, sind alle Teile hier, die ein Deko-Element sind, mit Sticker, also auch beim Klavier die Noten, ja, das Love Forever, ja, die Bilder unten, ja, die Uhr, ist ja alles Sticker? Nein, die Uhr nicht. Die Uhren, es gibt zwei davon irgendwo verbaut, ja, die Uhren sind bedruckt. Okay. Die Figuren sind bedruckt. Alles andere sind Kleber. Okay, und du hast einfach die Deko-Elemente hast du geklebt, also sprich die Bilder an der Wand, ja, hast die du die Bilder Kleber an der Wand, angebracht? Den Spiegel, all diese kleinen Deko-Elemente habe ich geklebt. Aber es hatte für die Dächer noch diese Kleber. Und die wollte ich nicht aufkleben, weil aus meiner Sicht es einfach nicht braucht. Das Schloss sieht auch so amazing aus und mit einfach uniblauen Dächern, das war mir dann zu kitschig mit diesen Prints. Vor allem auch von der Größe vom Kleber denke ich, ist es nicht ganz einfach, dass man die dann wirklich ganz schön aufbringen kann. Also vielleicht ist es da sogar wirklich sinnvoller, die nicht aufzukleben. Ja, und eben ich finde es auch nicht nötig. Ich wollte es auch nicht und vor allem, ich war mir noch nicht sicher, ob ich es nicht weiterverkaufen will, weil ich habe eigentlich gar keinen Platz bei mir zu Hause dafür. Vielleicht hat jemand Freude an euch, von euch und würde es gern, weiß auch nicht, abkaufen. Ich glaube, für 80 Franken würde ich es verkaufen. Eben, es gibt ein paar Stängel, die hier abgebrochen sind und die Blüten. Blätter, die noch übrig sind, die können, gehen halt nicht drauf. Das ist echt frustrierend und traurig und sollte nicht vorkommen bei einem Markenproduzenten, finde ich. Also das ist eigentlich unter aller Sau, blöd gesagt. Wobei der Preis ja, ist klar. Okay. Also, ja. Aber kein Preis der Welt und ein Rappen pro Teil lohnt sich nicht, wenn du die Teile nicht draufkriegst. Ja, das stimmt. Das ist also, so. Was willst du mit diesen Blüten, mit diesem kleinen Loch, die du nicht mal auf diese Stängel kriegst? Das stimmt. Also, das ist, ja, da ist auch ein Rappen zu teuer, schlichtweg. Aber sonst, wie gesagt, bis auf die Mängel, die ich angesprochen habe, ist das ein tolles Set. Wer sowas gerne baut und quasi die billigere Alternative zu Lego bauen will, es macht echt Spaß, baut es um Himmels Willen, aber seid nicht frustriert, wenn ihr die gleichen Probleme habt mit den Blüten wie ich. Ihr seid jetzt gewarnt. Von meiner Seite habe ich keine Fragen mehr. Ich glaube, ich habe nichts alles mehr zu sagen. Gefragt, was mir aufgefallen ist oder gezeigt. Dann kommen wir zu unserem wunderbaren Hashtag, den ihr wahrscheinlich nicht seht hinter dem Schloss. Lots of Castles. Genau. Weil das nicht das erste Schloss ist. Genau. Und von Lotz. Das ist wirklich ein cooler Hashtag, den sich Sascha das mal ausgedacht hat. Der gefällt sogar mir. Gefällt sogar mir. Der ist wirklich cool. Der ist cool. Kommentiert unten rein mit Lots of Castle, wenn ihr bis hierhin mit dabei wart. Und gerne auch unten in die Kommentare rein, wenn ihr schon mal so ein Schloss oder ein ähnliches Schloss gebaut habt. Wie ist das bei euch mit Lotz? Seid ihr begeistert oder ist euch auch schon mal so etwas passiert, dass es nicht gepasst hat, gerne eure Meinung reinschreiben, sind wir gespannt drauf. Also zur Verteidigung von Lotz, ich habe doch schon einige Lotz-Sets gebaut und ich hatte noch nie so ein Qualitätsproblem bei Lotz. Das war wirklich das allererste Mal, dass ich enttäuscht war davon. Und ich hoffe, das ist eine Ausnahme und wird sich nicht wiederholen, weil es wird vermutlich auch nicht das letzte Lotz-Set sein von mir. Und ich hoffe einfach, dass sie nicht irgendwie in der Qualität runterschreiben. Ja. Statement zum Schluss von Jenny, genau, dass sie hofft, dass es weiterhin Spaß macht mit Lotz. In dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Restdonnerstag. Schönes Wochenende. Habt eine gute Woche, schönes Wochenende. Tschüss zusammen. Ja.